Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Inia und herzlich willkommen zum 11. der Journey Let's Play. Ja Leute, wir wollen noch gar nicht lange fackeln und direkt weitermachen mit der Karriere des Alex Hunters. Wir sind momentan, wie gesagt, auf Platz 1 mit Newcastle, aber direkt gefolgt von Aston Villa, die eine etwas schlechtere Tordifferenz als wir haben. Und jetzt müssen wir wirklich bei jedem Spiel Gas geben. Wir haben ja die Schwierigkeit vor ein oder zwei Folgen hochgestellt auf Legende. Und so macht es einfach viel mehr Spaß. Ihr habt es auch in die Kommentare geschrieben. Lasst es auf Legende. Paar meinten, stellt zurück auf Weltklasse. Aber ihr wisst ja, ich mag Herausforderungen im Spiel. Und deshalb werden wir das auf jeden Fall so beibehalten. Dann würde ich sagen, starten wir jetzt auch direkt mit dem nächsten Spieltag gegen Huddersfield. Los geht's. Komm, Anita, spiel mir den Ball. So, Leute, es geht los. Rappel die Zappel, die Zappel, die Papp. Wir überrennen. Jetzt schick ihn durch, Bruder. Komm, Hunter, du bist schneller geworden. Pace-Note. Und jetzt macht ihn selber in die lange Ecke. Nachschuss, schießt. Oha, was eine Parade. Das gibt's doch nicht. Oh nein. Ja, 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 ja. Schick, 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 schick. Hunter, Junge, mach was. Zieh durch, du bist schnell. Komm, sprint, sprint, sprint. Und bring mal die Flanke. Komm, Rückraum, schieß. Ey, wie kann man denn so scheiße machen? Jedlin, Katlin, Paschlin, Alter. Ja, komm, Diame, spiel. Und Hunter. Ja, komm, lasst euch doch alle ficken von dem. Jawohl. Ja, Latte, man hat ja nicht mal den Ball gesehen, so schnell war der. Ey, Mann, der pfeift ab, weil dieses Spiel ging irgendwie gar nichts. Wir hatten zwei krasse Chancen, wenn die Vollidioten von Computerspielern, den ich reinmachen kann, ich da auch nichts für. Egal, nächstes Spiel. Ich hoffe, Aston Villa hat auch unentschieden gespielt, sonst sind wir jetzt Zweiter. Bei der Journey darf natürlich nicht eine schöne Trainingseinheit fehlen. Die werde ich euch jetzt mal zeigen, nämlich Tempo-Dribbling. Die hat man, glaube ich, schon mal gehabt, aber jetzt hat Hunter, glaube ich, etwas bessere Ballkontrolle. Eieieiei. Aber es läuft ganz gut. Wir haben noch nichts umgehauen. Jalla, jalla, Bruder, jalla. Oh, shit, Alter. Fuck, fuck, fuck. So, wir waren vor ihm da. Und jetzt noch am Torwart vorbei. Zack. Nein, Latte, Mann. Egal, wir haben exzellent abgeschlossen, Leute. Wir haben noch das zweite Training am Start. Da habe ich jetzt einfach mal die Chancenverarbeitung genommen. Hier müssen wir versuchen, so viele Tore wie möglich zu erzielen aus ganz verschiedenen Situationen. Das kann ein bisschen schwer werden, aber kann auch gut laufen. Zum Beispiel wie der erste Durchgang. Ja, da spielt man nur gegen den Torwart. Komm her, komm her, komm her. Zack, schieb ihn ein, Hunter. Perfekt. So, und jetzt kommen, glaube ich, auch Gegner, genau, und ein Mitspieler, den man passen kann. Dann ist man das selber. Dann kann man wieder nach oben spielen, dreht man sich... Was? Mit Abseits? Ey, Junge, ich verarschen. Die machen wirklich mit Abseits im Training. Bam, Junge! Scheiße. Ey, 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 der steht schon direkt neben mir. Fuck, was sollen wir hier machen, Leute? Ey, guck mal, der klebt mir wirklich schon in den Eiern, Alter. Als ob ich da Zucker hängen hätte. Oh, nein, das war gut gedacht, aber schlecht umgesetzt. Fuck, Leute, komm, schick ihn, schick ihn, schick ihn. Mitrovic, mach was, Junge. Mitrovic, Übersteiger, geh nach innen. Spiel zu Hunter. Nochmal zurück. Lass klatschen und schick ihn nochmal durch die Beine. Ey, die stehen verdammt gut hinten, ne? Ja, schnell, warum dreht er sich um? Tor, da muss drin sein. Ja, nein, ey, spring! Das ist nicht wahr, Leute. Das ist einfach nicht wahr. Guck mal, jetzt hier gibt es mal einen Waka Waka. Dann direkt die Flanke hinterher. Die kommt sogar an und da ist das Tor. Ey, lecko mio, immer. Oha, viele Leute sind denn hier am Start. Drei Verteidiger einfach. Oben schicken. Nochmal direkt Abnahme nach unten. Sehr stark und dann. Oh, Hunter! Da rutscht er vorbei. Ich glaub's nicht. Jetzt in die Mitte sofort. Da steht er, da steht er, da steht er. Der muss doch reingehen, Digga. Der muss doch rein. Oh, 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 oh. Körper, 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 Körper. Spielen, spielen, Mitrovic. Alter, der Computer macht gut Pressing, aber wir setzen uns irgendwie da durch. Ey, die Zeit läuft davon, Mann. Die sind ja voll am Joggen. Mach mal schneller hier. Guck mal, zweimal Fehlpass, dreimal. Na, jetzt oben. Finesse. Zack. Ey. Komm, Leute, ein Tor will ich hier wenigstens noch machen, ey. Zack, jetzt unten. Schick ihn. Der steht frei. Der muss jetzt drin sein. Zack. Jawohl, Alter. Endlich mal ein Lattentor hier. Torwart ist draußen. David Beckham. Beckham! Golasso! Krankes Ding, Junge. Ballrollflick. Wir warten, bis der überläuft. Zack, weiter. Ja, komm, 3 gegen 1. Wenn wir das jetzt nicht reinmachen, dann ist das echt traurig, Leute. Das ist echt traurig. Hunter, bam, locker easy drin. Perfekt. 20 Sekunden haben wir noch. Weiter, weiter. Wow, 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 wow. Fuck, was machen wir hier, Alter? Müssen wir den ausskillen oder was? Komm her, warte. Ja, der klebt, warte. Jetzt oben. Schuss findet zurück. Alter, dieser Mitrovic ist so unbeweglich. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Zack. Hunter, mach was, Junge. Neuer Skill, zack, zack. Ah, das war nicht der neue, aber egal. Fuck, verkackt. Komm, ein Versuch geht noch. Letzter Versuch, Leute. Ein Distanzschuss, ein Longshot. Und der war ja richtig scheiße. Egal, Leute, wir haben mit B abgeschlossen. Würde ich sagen, sehen wir uns bei unserem zweiten Spiel wieder. Dort muss mehr abgehen als zum ersten. Bis gleich. So, nächstes Spiel ist gegen Wolves. Wir sind auf Platz 2, Leute, wie ihr sehen könnt. Aston Villa hat gewonnen. Wir müssen jetzt unbedingt hier dieses Match gewinnen, damit wir wieder anknüpfen können an Platz 1, Mann. Fuck, Mann. Jetzt heißt es wieder Arsch aufreißen, ey. Das kann nicht wahr sein, dass wir im ersten Spiel einfach kein Tor gemacht haben. Es war nicht unsere Schuld. Es war auch mehr oder weniger die Schuld des Computers. Und jetzt nutzen wir diese Fehler aus, machen die Tore rein. Ja, ab geht's, Mann. Drauf da, sehr stark oben. Super Pass, Digga, der war perfekt. Komm, jetzt komm, komm, Hunter, geh, geh.
Ah, setz dich durch, schick ihn jetzt, perfekt. Und zieh mal ab, Junge, zieh mal ab, sauber, Williams. Starkes Tor, Brudi, hier, den Jubel, den wolltet ihr doch alle, Leute. Bam, ah, scheiße, wollte eigentlich Depp machen, aber egal. Der läuft zur Kamera, da ist unser Kollege, den wir erstmal gehasst haben, ne? Der ist es doch, schönes Tor von ihm, Mann, sehr stark gemacht. Nein, 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 boom, stark gehalten vom Darlow. Do whatever I wanna do, no. 1:1, Alter. Mann, ey. Fick mich doch. Komm, Junge, Diame stark mitgenommen. Jetzt mach was. Ich komme im Rückraum. Ich komme im Rückraum. Du Vollidiot. Wie kann man da den Ball verlieren, Mann? Komm, spring, spring. Ja, das ist ja so ein 2-Meter-Riese, Alter. Was sollen wir denn jetzt hier machen? Was soll ich machen, Mann? Fuck. Komm, Übersteiger. Ey, komm, wie stark die attackieren, ne? Also heute läuft echt fast gar nichts, Mann. Heute, jetzt kann ich immer, das meine ich. Wir können nicht immer einen guten Tag haben. Man kann auch mal einen schlechten Tag haben. Und genauso heute ist es, glaube ich. Wir kriegen einfach nichts gebacken. Unsere Mannschaft. Die ist nicht heute gut drauf, Mann. Heute ist kein guter Tag für die. Guck mal, wie eng das aber auch hier ist. Guck mal, die können nicht mal Pässe spielen, Mann. Stark, Junge. Starkes Kombispiel. Stark. Jetzt schieß, Bruder. Schieß. Nein. Hey, was soll man machen? Komm, bring mal einfach eine Flanke. Sag, geh vorbei. Bring die Flanke. Alter, was ein Tackling von diesem kleinen, verdammten... Ich will das Wort nicht aussprechen. Ey, wie kann man... Guck mal, jetzt Eckball, Kopfballtor. Wenn der jetzt reingeht, Alter, ich fick euch das ganze Spiel in den Arsch. Wäre der jetzt reingegangen, ich wäre ausgerastet. Leute, Mann, heute, es läuft einfach nicht so, wie erwartet, Mann. Erstes Spiel haben wir verloren, zweites Spiel hier unentschieden. Oder wie war das jetzt? Aua, vergessen, guck mal, Aston Villa, wo stehen die kleinen Pisser? Die haben 2-2 gespielt, okay. Wanna see me, boss? Williams, out. Out, Williams, raus mit dir. Was will denn jetzt der Boss von uns? Alex, since you come to us, it has been a good moment for this club and for you, I think. It's been a great experience, boss. Hopefully the second half of the season will be even better. For you, I think yes. For us, not too much. How do you mean? This morning, I received a mail from your club. Was? They are requesting that you return to them. Was? Zurück bei den Großen? Ich habe viel gelernt. Ich habe gemischte Gefühle. Ich habe viel gelernt, das würde ich sagen, Mann. Krass, Mann. Das ist doch unfassbar, die wollen uns wieder zurückhaben, Liverpool. Someone has made quite the impression since they've been away, no? Been a real learning experience, Mr. Agostino. Thank you. And I thank you, Alex, for all you have achieved here. Krass, Mann. Ey, Liverpool will uns wieder zurückhaben. Es geht wieder zurück in die Premier League. Nach schlechten Zeiten voll gute. I'm going back to the Premier League. Congratulations, mate. And I'll see you there soon, eh? Wir sehen uns, Mann. Krankes Ding, Leute. Ey, habt ihr gerade gesehen, die ersten beiden Spiele? Schlechte Zeiten. Und jetzt kehren wir wieder verdammte Scheiße nochmal zurück, ey. Hab ich doch gesagt, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich die andere. Wenn wir schlechte Zeiten haben, folgen gute. Und das war jetzt die gute Seite. Wir sind wieder zurück in Liverpool. Aus dem Nichts sind wir wieder zurück beim FC Liverpool, Alter. Und ich habe euch gesagt, wenn wir in die Premier League gehen, werden wir die Schwierigkeit auf jeden Fall anfangs wieder auf Weltklasse stellen und nicht auf Legende. Weil Premier League und der andere Liga, das ist nicht zu vergleichen. Guck mal, dieses Lied im Hintergrund, Mann. Ich könnte mir das jetzt die ganze Zeit anhören. Richtig geil. Wir sind auf momentan Platz 3, Man U 4, Tottenham 2, Chelsea mit über 13 Punkten sind hier einfach vor uns, Leute. Und jetzt geht's erstmal ins Training. Das erste Mal wieder mit Liverpool trainieren. Trainingsgelände. Well, 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 look who's back. Miss me, Lily? Ah, un petit peu. Un petit peu. Welcome back, Alex. What up, Mister? I don't care. I'm already out the door anyway. Andy. Hey, Cass. Well, look who got dragged back in. Huh? So, you think he can fill my shoes, eh? What are you talking about, Cass? What do you think, Alex? Think you can run with me? You love? No, I can't. Modern day SAS, right? Grow up, mate. Tell you what, next time I see you, it'll be out there. Was für ein dreckiger Wichser, Alter. Geld über Freundschaft. Verpiss dich, ey. Walker went for the money. That's what you missed, hombre. All right, show's over. Get your backsides out on the training pitch. Move it! Ah,
Was ein Vogel, Alter, dieser Walker, meine Fresse, denn das Geld hat ihm seinen Verstand geraubt. So, jetzt geht's auf zum Trainingsplatz. Hey, you want to be mindful of the company you keep, Alex. No idea what's gotten into him, boss. Yeah, well, a little fame can be a dangerous thing, Alex. We were tight, like family almost. Never spoke to him once while I was out on loan. Maybe now that I'm back, I can... Walker put in a transfer request on, sir. Board's already accepted an offer. From our biggest rivals, no less. Ach du Scheiße. You ready to take your chance, lad? Und wie ich bereit bin für meine Chance. Für mich zählt nur das Team. Menschen ändern sich, schwöre es dir. Das würde ich sagen, Alter. Menschen ändern sich. Das würde ich sagen. People change. Manche bleiben am Boden. Some people do. Manche heben ab. Wenn er jetzt das sagt, wäre krass. I'm ready to play. Ah, schade. Work hard in training. Give your all every time you step out on that pitch. You'll get your opportunity, Hunter. Alright? Okay, Leute, Alter, krass, Mann, wir sind wieder zurück. Ich kann das gerade nicht fassen, Mann, das ist echt heftig, Mann. Wenn man sich da hineinversetzt, auf einmal sind wir wieder zurück beim Liverpool, ey. Wir haben die zwei letzten Spiele verkackt bei Newcastle und die wollten uns trotzdem zurückhaben, Mann, weil die gesehen haben, wir haben so viel bei der Mannschaft gebracht, Alter. Dann sind wir wieder einfach hier. Alter, wir haben einfach den vollen Balken. Das hätte ich niemals gedacht. Ich habe gedacht, wir müssten jetzt unsere Chance kämpfen, aber wir bekommen sie wirklich von Anfang an. Und wir dürfen den Trainer nicht enttäuschen, Leute. Aber wir sind in der Startelf bei Liverpool, Mann, das ist krass. Wow! Check this place out! Alter! There's even a jacuzzi in there! Well, things have certainly changed since my day. Alter, was ein Zimmer. This is all you, Alex. You're such an amazing boy. I could have never done it without you, Mom. Come on, come on. Look Margaret. At this. Look at this. Jim! Bit modern day for you, isn't it? Needs more beige. I'm only kidding. Bit much for a teenage boy, isn't it? You know, it's not 1968 anymore, Jim. Do you have any idea how many strings I had to pull to get this place? Bit of gratitude wouldn't go amiss, you know. There he is. The Premier League's next big thing, all grown up and ready to make his mark. I never expected anything like this. Well, you better get used to it. Because this is how the pros live. I told you I would take care of you. Yeah. Krank. Right, I better get going. See you later, man. Echt krank. Michael. You're Alex's agent. You're not his family. Don't get it too confused. Der will uns doch noch helfen, Digga. Chill doch. Look at this view. It's incredible. Eh? Wow. Ja, Leute, guckt euch mal im Hintergrund die fette Bude an, die rote Couch, dieser Balkon. Alter, das ist einfach eine Traumwohnung, so will doch jeder leben, Mann. Und ja, Leute, ich habe mir gedacht, da jetzt unsere Karriere bei Newcastle quasi vorbei ist, beenden wir auch an dieser Stelle das Let's Play, weil diese Filmsequenzen, die gingen jetzt schon lange genug. Das Video soll ja auch nicht allzu spät online kommen und ich finde es jetzt cooler, wenn wir bei der nächsten Folge wirklich dann mit dem ersten Spiel von Liverpool starten und nicht jetzt ein Spiel machen und dann das nächste Mal weiter, sondern wirklich beim nächsten Mal geht's wieder los beim FC Liverpool, Leute. Und ja, dann würde ich sagen, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich hätte niemals damit gerechnet, ohne Spaß. Ich habe aber wirklich der Journey bei keinem anderen YouTuber oder so geschaut, deshalb ist das voll überraschend gerade für mich gewesen, ey. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine dicke, fette Wohnung im Hintergrund. Würde ich sagen, lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich wieder sehr bei 8000 Likes freuen. Euer Öni ist raus. Übermorgen kommt die nächste Folge. Morgen geht's vielleicht los mit WWE. Ich weiß es noch nicht. Muss mal schauen, wie ich das alles hinkriegen werde mit El Rille und sowas. Und ja, das war's dann jetzt auch. Haut rein und ciao!